Abgeordneter Stadler, ich begrüße Sie recht herzlich hier im Europäischen Parlament in Straßburg. Grüß Gott. Die Wahlen in Deutschland und Österreich sind gelaufen und haben sehr überraschende Ergebnisse gebracht. Beispiel jetzt Nationalratswahl. Die Neos als neue Partei sind drinnen, das BZÖ ist draußen. Das Team Stronach hat viel weniger Stimmen bekommen als erwartet. Die Große Koalition abgestraft. Wie sehen Sie das Wahlergebnis? Ja, zunächst der Reihe nach. Ich glaube, dass es nicht unbedingt zwingend erforderlich gewesen wäre, dass das BZÖ den Einzug verpasst. Wir haben noch Ende August in einem Gespräch, das heißt Stefan Betzner und ich, den Spitzenkandidaten Josef Bucher davor gewarnt, diesen falschen Kurs des Hinausdrängens des Haider-Wähler-Potenzials zu beschreiten. Das hat er leider gemacht, insbesondere mit der Bundeslistenerstellung. Und daraus resultiert, dass das BZÖ auf dem Serviertablett praktisch 173.000 Wählerinnen und Wähler der FPÖ zurückgestellt hat. Der freiheitliche Wahlerfolg ist nur auf diese Rückstellung der Wähler aus dem BZÖ zurückzuführen. Ansonsten hat Strache nichts Wesentliches dazu gewonnen. Wenn dort jetzt große Feierstimmung herrscht, dann ist das eine gewaltige Selbsttäuschung, aber das ist nicht mein Problem. Die Neos sind eine liberale Partei, die mich vom Zuschnitt des Spitzenkandidaten Strolz etwas an Hans-Peter Martin erinnern. Und das wird wahrscheinlich auch relativ rasch so enden, wie alles noch bei Hans-Peter Martin geendet hat, nämlich im Chaos. Und wenn die Menschen draufkommen, dass das eine liberale Partei ist, dann fliegen sie genauso raus aus dem Nationalrat, wie die Heide Schmidt rausgeflogen ist und wie Josef Bucher jetzt hinausgeflogen ist. Der Wähler hat in Österreich, Gott sei Dank, sage ich dazu, keinen Bedarf an einer liberalen Partei. Alles, was liberal ist in Österreich, ist in Wahrheit linksliberal und ist bei den Roten und bei den Grünen daheim. Dazu braucht es keine eigene liberale Partei. Ich habe den Liberalismus immer für eine geistige Immunschwäche gehalten und daher bin ich froh, dass der Wähler das auch so sieht. Dass die Koalition etwas verloren hat, zeigt, dass es ein langjähriger Trend ist gegen die beiden Parteien. Wenn die beiden Parteien wieder eine Koalition bilden, dann ist das nicht nur deren eigene Verantwortlichkeit, sondern auch die Verantwortlichkeit des Wählers. Das möchte ich in aller Deutlichkeit einmal sagen. Wenn der Wähler die FPÖ wählt, dann muss er wissen, dass dieses Wählerpotenzial regierungspolitisch inoperabel ist. Was heißt das? Das heißt, dass die FPÖ zwar Mandate in der Nationalrat bekommen kann, aber diese Mandate sind zur Bildung einer Bundesregierung praktisch nicht verwendbar, weil niemand in der FPÖ überhaupt in eine Regierung möchte. Niemand in der FPÖ überhaupt in eine Regierung kann. Jetzt fehlt also Strache auch das entsprechende Potenzial, intellektuelle Potenzial, um in eine Regierung zu gehen. Und niemand von den anderen Parteien mit dieser FPÖ und ihrem unklaren Verhältnis zur Vergangenheit überhaupt koalieren kann. Heißt das, Sie wünschen sich also keine Schwarz-Blau-Stronach-Regierung? Das heißt, auf Stronach komme ich extra noch. Wer also freiheitlich wählt, zementiert in Wahrheit die Große Koalition. Das ist leider im Wahlkampf von Josef Bucher nicht rübergebracht worden, das bedauere ich. Und deswegen war es möglich, dass praktisch Strache diese Wähler, diese 173.000 Wähler, die von uns weggegangen sind, 1:1 bekommen hat. Man muss aber den Leuten klar machen, dass eine Stimme für die FPÖ bedeutet eine Stimme für die Große Koalition. Weil es kommt immer nur die Große Koalition heraus, weil das Wählerpotenzial Strache regierungspolitisch nicht operabel ist. Stronach ist eine einzige Chaotenpartie, das zeigt sich jetzt auch. Da fliegen jetzt schon die Fetzen. Ich habe das alles für eine ganz närrische Angelegenheit eines älteren Herrn, eines sehr eitlen älteren Herrn gehalten, der halt über genug Geld verfügt. Aber jetzt will er offensichtlich sogar das Geld noch zurück und die können es gar nicht zurückzahlen. Also das ist eine Chaostruppe der Sonderklasse. Auch da sollte der Wähler sich selber an der Nase nehmen. So kann man mit der Demokratie nicht umgehen, indem man praktisch jeden Narrenhaufen ins Parlament wählt. Also das sollte dem Wähler jetzt, glaube ich, sehr heilsam sein, was er mal sieht, was sich da abspielt. Liberalismus ist geschwächt, wie Sie bereits gesagt haben. Gerade in Deutschland ist die FDP ja rausgeflogen aus dem Parlament. Gott sei Dank. Auf der anderen Seite wurde der Kurs von Angela Merkel, dem sich die österreichische Regierung vollkommen angeschlossen hat in der Vergangenheit in Sachen Euro-Rettung, offenbar bestätigt, weil sie ja eine sehr große Mehrheit hinter sich versammeln konnte. Also ich werde mich hüten, dem deutschen Wähler etwas auszurichten. Ich würde mir auch deutsche Einmischung in Österreich verbieten. Aber der Wähler sollte sich nicht wundern, wenn er genau jene wählt, die sein Geld europaweit zum Markte tragen und jeden Pleitestaat finanzieren. Das ist eine Entscheidung, die muss der deutsche Wähler treffen. Wenn sie gern zahlen wollen, bitte, dann sollen sie zahlen. Ich möchte den österreichischen Wähler nur davor warnen, die Geldverteiler und Geldverschwender und Geldtransporteure nach Griechenland und in andere Pleitestaaten, jene zu wählen.
Nun ist es aber so, dass in der Vergangenheit zumindest die österreichische Regierung gemacht hat, was die deutsche Regierung vorgemacht hat. Ja, das ist aber ein Problem der österreichischen Regierung, des österreichischen Wählers und nicht der deutschen. Heißt das, Sie wünschen, ist es aus Ihrer Sicht überhaupt möglich, dass sich eine österreichische Regierung unabhängig vom Verhalten einer... Also, wenn ich mich erinnere, welche Unabhängigkeit sich etwa Bruno Kreisky herausgenommen hat, dann kommt man schlicht und einfach zum Ergebnis, dass das vom Format oder vom fehlenden Format eines Politikers abhängt, ob er eine eigenständige politische Linie fährt oder nicht. Uns wurde im Jahre 94 versprochen, dass wir in eine EU kommen, wo das kleine Österreich eine große Stimme haben werde. Wo ist diese große Stimme? Faymann, ist das die große Stimme? Spindlecker, ist das die große Stimme? Das sind jene feigen Nachvollzieher dessen, was in Deutschland von Merkel und von Westerwelle vorgemacht wurde. Und daher ist es jetzt an der Zeit, glaube ich, dass der österreichische Wähler viel kritischer an diese Sache herangeht. In vielen Medien wird oft gesagt, die große Stimme Österreichs seien unter anderem Svoboda als Fraktionschef der Sozialisten im EU-Parlament, Karas als Vizepräsident des EU-Parlaments oder Frau Lunacek als Vizechefin der Grünen im EU-Parlament. Alle drei sind wie in einer Einheitspartei Apologeten dieser ganzen europäischen Ersatzreligion, ja, namens Europäismus. Die sagen im Grunde alle das Gleiche, das ist ein Einheitsbrei. Ja? Und das ist keine wirklich mutige Stimme im Interesse Österreichs, sondern die sagen schlicht und einfach das was das europäische Establishment auch sagt. Also wo ist da der Mut, wo ist die Eigenständigkeit? Die ist nicht da. Und vor allem, wo ist die Berücksichtigung des österreichischen Interesses und des Interesses des österreichischen Steuerzahlers, wenn ich Milliarden in Pleitestaaten schicke? Da brauche ich keinen Mut dazu. Das machen die anderen auch.